EA Po Productions liest Märchen von Ludwig Bechstein. Heute Seelenlos. Es war einmal ein Menschenfresser, der verspeiste nichts lieber als junge Mädchen, und er war so gewaltig und gefürchtet im Lande, dass niemand es wagte, ihn zu bekämpfen und ihm diesen Appetit zu vertreiben. Vielmehr mußte ihm, sobald er ein Mägdelein verspeist hatte, ein anderes geliefert werden, und um bei der Wahl unparteiisch zu verfahren, mußten alle Mädchen des Landes bis zu einem gewissen Alter, nicht über 18 Jahre, das Los ziehen, ohne Unterschied des Ranges und Standes ihrer Eltern. Denn Seelenlos, so war der Name jenes mädchenfressenden Ungeheuers, sagte stets, er liebe nächst dem Mädchenfleische vor allem die Gleichberechtigung. Nun geschah es, dass eines Tages abermals das Los gezogen wurde, welches jedes Mal für die arme Jungfrau, die es traf, ein trauriges, nicht nur hieß, sondern auch war, und dass solch eines Los die Tochter des Königs traf. Zwar suchte der König durch Anerbieten vieler Schätze das Los, welches ihr drohte, von seiner Tasche abzuwenden, aber Seelenlos sprach: »Nein, was dem einen recht ist, ist dem anderen billig. Mir ist es recht, dass das Los die Königstochter getroffen hat, denn ich habe noch keine Prinzessin gegessen. Halte aber dafür, dass ihr Fleisch zart und gut sein müsse, und deshalb muß es der König billig finden, dass ich seiner Schätze ihn nicht berauben, sondern mich ehrlich und redlich nach meinem Grundsatze der Gleichberechtigung mit Fleische von seinem Fleisch begnügen will.« Da indessen nicht alsbald gleich nach gezogenem Lose die Königstochter ausgeliefert zu werden brauchte, so ließ der König bekannt machen, daß, wer seine Tochter von dem schrecklichen, ihr drohenden Lose erlöse, diese zur Gemahlin und sein halbes Reich als Mitgift erhalten sollte. Allein es meldete sich niemand, denn mit Leuten, welche Seelenlos heißen oder sind, ist schlecht umzugehen, und niemand mag sich mit ihnen befassen, sollten sie auch nicht just ausschließlich Menschenfresser sein. Da hörte ein junger Soldat von des Königs Aufruf und dachte in seinem Sinn: »Mir ist in meinem Dienste schon so viel Seelenloses vorgekommen, und mir ist dafür so viele Herzhaftigkeit einkorporalt worden, dass ich's wohl mit dem Herrn von Seelenlos aufzunehmen mir getraue.« Er ging also zum Könige und bat sich die Gnade aus, sein Leben gegen Seelenlos für ihn und die Prinzessin in die Schanze schlagen zu dürfen. Darauf gab ihm der König ein schönes Handgeld und schenkte ihm zudem ein scharfes Vorlegemesser, um, womöglich, den Mann der Gleichberechtigung damit in Stücke zu zerschneiden. Der mutige Soldat machte sich auf den Weg und kam über einen Anger. Auf selbigem lag ein toter Esel und streckte alle vier Beine von sich, und um den Esel herum saßen ein Löwe, ein Bär und ein Adler. Auf der Nase aber saß eine große blaue Schmeißfliege. Jedes wollte seinen Teil vom Esel haben, und alle vier konnten, wie das so häufig bei Teilungen der Fall ist, über die Teilung sich nicht einigen und riefen den Soldaten an, als Unparteiischer das Teilungsgeschäft in der Voraussetzung vorzunehmen, dass er nicht etwa selbst am Esel sich beteiligen wolle, denn für diesen Falle würden sie alle vier über ihn herfallen. »Nein«, sagte der Soldat, »ich will nichts mit lebendigen Eseln zu schaffen haben, geschweige denn mit Toten. Aber teilen will ich nach Recht und Überzeugung und nach dem schönen Spruche, jedem das Seine.« Zog sein Vorlegemesser, strich es hübsch auf seinem Säbelriemen ab, wie ein Barbier mit seinem Schermesser auf dem Streichriemen tut, und fing an, den Esel nach Herzenslust zu zerlegen. »Dir, dem Löwen«, sprach der einsichtsvolle Soldat, »gebührt vor allem der Löwenteil, der Eselskopf mit dem schönen Gehirn, weil du selbst der Tiere Haupt und König bist. Dann die breite, kräftige Eselsbrust, die stets so siegesstolz und freudig weithin jauchzet und mit ihrem Rufe die Welt erfüllt, nebst einem Rückenstück und zwei Schinken. Dir, dem beherzten, heißblütigen Adler, dem Könige der Vögel, gebührt des Esels Herz samt allem edlen Eingeweide, absonderlich der starken Lunge sowie Leber und Nieren und ein Schinken, vom Fleische ebenfalls ein Rückenstück und ein Lendenbraten. Dir, Meister Petz, kühner Nordlandsrecke, großer Brummer und in nördlichen Gegenden auch ein König der Tiere, gebührt das dritte Rückenstück, der zweite Lendenbraten
und der vierte Schinken und was du sonst magst. Und dir endlich, blau angelaufene Schmeiße, kleiner Brummer, gebührt des Esels Schwanz, die Beine und alles, was die drei anderen nicht mögen und etwa übrig lassen zu wollen, in Gnaden geruhen dürft. Du wirst dich damit umso freudiger bescheiden, da du ja viel zu delikat bist, als schnödes Eselsfleisch zu essen, vielmehr dich von Tau und Dufte der Blumen sättigst und nur für deine Eier und künftige Larvenbrut ein wenig faulen Fleisches bedarfst. Die vier Tiere waren mit dieser Teilung außerordentlich zufrieden und zollten dem klugen Soldaten den Tribut ihres Dankes. Die Brummfliege setzte sich ihm auf die Hand, küßte diese mit dem Rüssel und mit dem After zugleich und sprach, »So oft du diese Stelle mit deinem Finger berührst, kannst du deine unförmliche und ungeschlachte Menschengestalt in eine ebenso schöne, zarte und bewunderungswürdige, auch mit reizendem Musiktalent begabte Brummfliege verwandeln, wie ich eine bin.« Der Adler zog sich mit seinem Schnabel eine Schwungfeder aus dem rechten Flügel, reichte sie dem Soldaten dar und sagte, »Mit dieser Feder kannst du dich, so oft du sie drehst, in einen Adler verwandeln und als solcher große Dinge tun. Auch kannst du sie schneiden, und was du mit ihr unterschreibst und verbriefst oder verbriefen lässt, das hält und dauert 3 Tage länger als die aschgraue Ewigkeit.« »Widerer Mensch«, sprach der Löwe, »ich muß dir eine Pfote geben, das wird dich stärken und großmächtig machen in der Welt.« Und der Bär sprach, »Edelster der Edlen, komm an mein Herz, ich muß dich umarmen und dir einen Kuss geben.« Aber der Soldat entgegnete, »Ich danke euch zwei beiden schönstens, ihr seid gar zu gütig, ich habe schon genug.« Denn er fürchtete die scharfen Klauennägel der Löwentatze, wie des Bären Umarmung und die Nähe von dessen Zähnen an seiner Nase. Er drehte daher sehr schnell die Feder und wurde zum Adler, aus welcher er sich rasch in die Lüfte erhob, von wo aus er nach dem Hause des Herrn Seelenlos umherspähte und dasselbe mit seinem Adlerblicke auch sehr bald entdeckte. Das war schon ein großer Gewinn für den braven Soldaten, doch mußte er nun auch auf Mittel sinnen, wie dem Seelenlos beizukommen sei, welchem mittlerweile die Königstochter ausgeliefert worden war. Doch hielt jener dieselbe noch eine Zeit lang gefangen. Nun verwandelte sich der Soldat erst wieder in einen Menschen, drückte mit dem Finger auf das kleine Denkmal der Fliege auf seiner Hand, verwandelte sich dann in eine solche und schlüpfte durch das Fenster des Gemaches, in welchem die Königstochter gefangen saß, verwandelte sich dort in seine menschliche Gestalt und teilte der Prinzessin die Absicht mit, sie zu erlösen. Nur möge sie ihm sagen, auf welche Weise er dies möglich machen könne, indem er es für eine große Kunst und schwere Aufgabe halte, jemanden zu entseelen, der seelenlos sei und heiße. Jedenfalls müsse Herrn Seelenlos Seele doch irgendwo sich befinden, und dieses Wo müsse ausfindig gemacht werden. Die Königstochter war sehr erfreut über das Vorhaben des tapferen Soldaten, sie zu befreien, und verhieß ihm, Erkundigungen einzuziehen. Hierauf nahm der Soldat seine Verwandlung vor und entfernte sich. Zu der Königstochter aber kam Seelenlos, der Menschenfresser, und brachte ihr treffliche Speisen und Getränke, damit sie sich gut nähre, bis er die Zeit ersehen würde, sie zu verspeisen. Sie fragte ihn gleich, wo denn seine Seele sei. Er aber antwortete ihr, »Dir das zu sagen, werde ich wohl bleiben lassen, denn wenn ich schon seelenlos bin, so bin ich doch nicht hirnlos, und es könnte mir, wenn nicht an der Seele, so doch am Leibe schaden, wenn ich mein größtes Geheimnis dir, einem schwatzhaften Weibe, anvertrauen wollte.« Aber die Königstochter ließ mit Bitten nicht nach, bis Seelenlos ihr dennoch sein Geheimnis anvertraute und ihr sagte, seine Seele sei in einer kleinen goldenen Truhe verschlossen. Diese Truhe stehe auf einem gläsernen Felsen, und der Felsen stehe mitten im roten Meere. Ein böser Zauberer habe das alles so angerichtet, ihn seelenlos und nächst dem Mädchenfleisch fressend gemacht. Er könne nichts dafür. Wenn er seine Seele wiederbekomme, so werde er die jungen Mädchen nicht mehr so fresslieb haben, sondern mit bescheidenen Augen ansehen. Das alles sagte die gefangene Königstochter dem Soldaten wieder, als dieser sie abermals besuchte, und alsbald verwandelte sich derselbe in einen Adler und flog nach dem Schlosse der vier Winde.
Diese waren selbst ausgeflogen, aber ihre Mutter war zu Hause und er bat letztere um Herberge in ihrem luftigen Palast und erzählte ihr seine Geschichte, worauf die Windmutter gleich bereit war, ihm durch ihre Söhne Beistand zu leisten. Gegen Abend kamen der Südwind und der Ostwind nach Hause. Diesen beiden stellte die Windmutter den tapferen Krieger vor und beschenkte letzteren mit einem Wünschflughütchen, das ihm die Kraft verlieh, so schnell wie der Wind zu fliegen. Am andern Morgen, als die Winde ausgeruht hatten, erhoben sie sich aufs Neue, und der Soldat flog in Adlergestalt mit ihnen und ebenso rasch wie sie und kam an die Küste des Roten Meeres. Unterwegs hatte er den Winden erzählt, was er wünsche, und die Winde fuhren nicht über das Meer, damit es ruhig bleibe. Dann geboten sie den Fischen, das Kästchen zu suchen, in dem sich die Seele des Herrn seelenlos befand. Das taten auch die Fische, und sie fanden wohl den gläsernen Felsen, darauf die kleine Truhe stand, konnten aber nicht hinauf. Endlich kam eine krumme Gatte oder Weißling, die schnellte sich in die Höhe und ergatterte das Trühlein mit einem Satze, fasste es in ihr Maul und brachte es dem Adler. Dieser schlug mächtig mit seinen Schwingen, wackelte mit dem Schwanze und tanzte vor Freude, worüber die Winde sehr lachen mußten, denn sie hatten noch keinen Adler possierlichere Sprünge machen sehen, so viel sie auch schon gesehen hatten. Hierauf drückte der Adler erst den Winden, dann dem Weißling seinen verbindlichsten Dank aus und flog, immer noch das Wünschelflughütlein auf dem Kopfe, nach der Heimat zurück und geradewegs nach dem Schlosse des Herrn Seelenlos, auf welchem er sich wieder in einen Menschen verwandelte. Er ließ sich sofort anmelden als ein Handelsmann aus dem Morgenlande, der ein Kleinod anzubieten habe. Seelenlos war sehr ungnädig über solch zudringlichen Besuch und ließ den Angemeldeten nur deshalb eintreten, um ihn mit Grobheiten zu beköstigen, die jedermann anzutun, er sich zu jeder Zeit berechtigt glaubte. Fuhr ihn auch alsbald trutziglich an, denn ein Mensch ohne Seele kann nicht anders sein als ungeschliffen und patzig. Der Soldat und verstellte Handelsmann kehrte sich indessen nicht an des Herrn seelenlos grimmigen Gesicht und an sein Anschnauzen, sondern war umso höflicher, je gröber jener war, der sich nicht anders gebärdete, als wolle er ihn ebenfalls fressen. »Ich habe einen Schatz, der für euer Gnaden von unschätzbarem Werte ist«, sprach der Fremde, »und bietet denselben ihnen zum Tausche an.« »Wird ein rechter Bettel sein, sein Schatz«, murrte seelenlos. »Was kann so ein Lump mir bieten? Bildet er sich ein, ich könnte ihn nicht mit barem Gelde bezahlen, dass er sich erfrecht, vom Tausche zu reden? Was hätte ich, das ihm ansteht? Gleich will ich's wissen.« »Eure Gnaden halten gnädigst zu Gnaden«, antwortete der Fremde. »Hoch dieselben halten ein Juwel in Verwahrung, das ist die schöne Königstochter, und der Bettel, nach hoch dero einiger Taxation, die ich gegen dieses Kleinod anzubieten mich unterfangen, ist euer Gnaden, gnädige Seele.« »Meine Seele?« rief seelenlos mit namenlosem Erstaunen. »Meine Seele hast du? Bei meiner armen, leider verlorenen und mir abhanden gekommenen Seele schwöre ich dir, dass du, wenn ich 100 Königstöchter gefangen hielt, alle 100 bekommen solltest, wenn ich nur meine Seele wieder hätte.« »Ich bescheide mich mit der einen«, erwiderte der Handelsmann. 100 dürften mir zu viele werden. Aber schließen wir den Vertrag schriftlich ab.« Mit diesen Worten zog der Soldat ein beschriebenes Blatt Papier hervor, darauf schon alles kurz und bündig stand, und reichte seelenlos die Adlerfeder dar, mit ihr zu unterzeichnen, welches seelenlos auch tat. Dann ließ er auf der Stelle seine schöne Gefangene herbeiführen, die eine große Freude hatte, den Soldaten bei dem Menschenfresser zu finden, welcher bereits den Fremden sich auf das Kanapee hatte niedersetzen lassen, indem schon die Nähe seiner Seele begann, ihn menschlicher zu stimmen. Die Königstochter aber hatte geglaubt, sie solle in die Küche geführt und dort abgeschlachtet werden, wie eine arme Taube. Jetzt nahm der Soldat das kleine goldene Trühlein aus seiner Tasche, welches mit einer Schraube verschlossen war, und gab es in seelenlos Hand. Dieser öffnete geschwind die Schraube, hielt die Öffnung an seinen Mund und zog mit Wohlgefühl seine Seele in sich ein. Da war mit einem Male der schlimme Zauber gelöst.
Die Königstochter war nicht mehr gefangen und seelenlos war nicht mehr seelenlos, sondern vielmehr ganz selig. Er umarmte den Soldaten unter einem Strome von Freudentränen und hätte gern auch die Königstochter umarmt, aber eine ehrfurchtsvolle Scheu hielt ihn davor zurück. Der beste Beweis, dass er wieder eine Seele gewonnen hatte. Doch bat er beide um ihre Freundschaft. Hierauf zog der Soldat mit der Königstochter von hinnen, ward vom Könige, ihrem Vater, in den Prinzenstand erhoben, heiratete als neuer Prinz die junge Prinzessin, und der gewesene Seelenlos verspeiste keine jungen Mädchen mehr, ward vielmehr der artigste Kavalier von der Welt.